Hey Fans, hier ist der Gira Quick Tip. Heute alle Infos zum Pokémon Go Community Day im Juli mit Starah Lily. Los geht's! Nach dem wahnsinnig erfolgreichen Kapuno Community Day im Juni waren wir natürlich alle gespannt, was wohl im Juli auf uns wartet. Praktibalk, Teddy Ursa, Igamaru? Weit gefehlt, es wird Starah Lily, der kleine Route 1 Vogel der vierten Generation. Und was soll ich sagen? Irgendwie bin ich ganz froh. Die letzten Wochen waren mit dem Kapuno Day, dem globalen und dem Berliner GoFest und der Abenteuerwoche so vollgestopft, dass ich es begrüße, einmal ein Event nicht mit so viel Stress zu begegnen. Der Starah Lily Community Day findet am Sonntag, den 17. Juli in der Zeit von 11 bis 14 Uhr Ortszeit statt und beschert uns Starah Lily in rauen Mengen. Es wird ab diesem Tag auch erstmal als Shiny verfügbar sein und es gibt jede Menge Erfahrungspunkte. Dazu später mehr. Jetzt sehen wir uns erstmal an, wie wir alles aus diesem Community Day herausholen können. Um Starah Lily zu Staravia und schließlich zu Staraptor entwickeln zu können, benötigt man 125 Bonbons. Da es Starah Lily aber schon einige Jahre im Spiel gibt, sollte es den meisten Trainern nicht an Bonbons mangeln. Staraptor erhält, wenn es zu diesem Event bis 19 Uhr entwickelt wird, Zugang zu seiner neuen Sofortattacke Windstoß. Diese Sofortattacke macht Staraptor marginal besser als günstiger Flugangreifer, wenn man Windstoß mit Sturzflug paart. Unter den regionalen Vögeln ist es damit auf jeden Fall die Nummer 1. Man sollte den Community Day nutzen, um 1-2 Exemplare mit Windstoß zu entwickeln. Besonders Krypto-Staraptor ist ziemlich gefährlich, zum Beispiel wenn Viridium das nächste Mal in Raids auftaucht. Das Gute ist, dass ein Krypto nicht mal seine Frustration vergessen haben muss, um Windstoß zu lernen, da es ja eine Sofortattacke ist. Und sollte Staraptor in Zukunft noch Fliegen oder Daunenreigen als Ladeattacke erhalten, könnte es auch in der Liga mehr Anwendung finden. Um das vorzubereiten, könnt ihr schon jetzt ein gutes Starah Lily oder sogar Krypto-Starah Lily bereithalten, um es am Community Day zu entwickeln. In Vorbereitung auf das Event sollte ausreichend Platz in eurer Pokébox vorhanden sein. Wenn ihr Zugang zu genügend Spawnpunkten und Pokéstops habt, ist es möglich, bis zu 800 Starah Lily während des Events zu fangen. Will man sich das Aussortieren zwischendurch sparen, sind also mindestens 500 freie Plätze Pflicht. Zudem werden so viele Bälle wie möglich benötigt, am besten Super- oder Hyperbälle, damit auch keins der Pokémon entwischt. Der Starah Lily Day wartet mit einigen ziemlich guten Boni auf. Es gibt als allererstes dreifache Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. Starah Lily hat einen ziemlich kleinen Zielring, was einen fabelhaften Wurf schwierig macht. Schafft man es aber doch, kann man mit aktivem Glücksei für jeden Wurf über 6000 EP kassieren. Das wird schnell zu einem riesigen Haufen EP. Ein Superkumpel oder mehr kann mit der Fanghilfe darüber hinaus auch sehr nützlich sein. Außerdem erhalten wir für jeden Fang doppelte Fangbonbons sowie eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons. Rauch- und Lockmodule halten, wenn sie während des Events gezündet werden, jeweils für 3 Stunden an. Da man Rauch stapeln kann, kann man so bis zu 24 Stunden Rauchspawns erhalten, wenn gewünscht. An diesem Tag können wir zwischen 11 und 19 Uhr einen zusätzlichen Spezialtausch ausführen. Dieser addiert sich zum aktuellen Jahreszeitbonus, also sind das gleich 3 Spezialtäusche an diesem Tag. Die Kosten für alle Täusche sind von 11 bis 19 Uhr gleichzeitig halbiert. Und wie immer gibt es bis zu 5 Fotobombs von Starah Lily aus Schnappschüssen. Nicht vergessen! Für einen extra Bonus sorgt noch ein passendes Mega-Pokémon. Diese erhöhen eure Bonbon-Ausbeute, die Chance auf XL-Bonbons und die Erfahrungspunkte, je nachdem auf welchem Mega-Level es sich befindet. Wir haben aktuell die Wahl aus Mega Glurak Y, Mega Tauboss, Mega Kangama, Mega Aerodactyl und Mega Schlappohr. Denn jedes dieser Megas teilt sich mindestens einen seiner Typen mit Starah Lily. Es lohnt sich also, bevor es mit dem Fangen losgeht, eines davon zu entwickeln. Achtet aber darauf, dass es zumindest das High-Level erreicht hat. Um ein Staraptor auf Level 50 zu bringen, benötigt man 296 XL-Bonbons bzw. 360 für ein Krypto-Staraptor. Darum sollte man vor allem die Starah Lily ab 550 WP aufwärts fangen. Diese haben eine grundsätzlich höhere Chance, ein XL-Bonbon abzuwerfen, beim Fangen und beim Verschicken. Anschließend kann man die gefangenen Starah Lily noch mit anderen Trainern tauschen, denn der aktuelle Jahreszeitbonus gibt einem für jedes vertauschte Pokémon ein garantiertes XL-Bonbon. Beachtet, dass XL-Bonbons erst Spielern ab Level 31 zur Verfügung stehen.
Stara Lilly und Familie wird zum Event erstmalig in Shiny verfügbar sein. Die Chance dazu steht wie immer bei etwa 1 zu 25. Für die Verrückten unter euch, die auf Geschlechtsunterschiede achten und jedes Pokémon als Shiny sammeln, heißt das also, dass man 6 Shiny Stara Lilly benötigt, also 3 je Geschlecht, um die Familie vollständig zu machen. Das weiße Kopfmuster bei männlichen Stara Lilly, Staravia und Staraptor ist größer als das bei den Weibchen. Mit ein bisschen Glück also sollte das keine große Herausforderung sein. Von 11 bis 14 Uhr gibt es wie gewohnt Feldforschungsaufgaben, nämlich fange 3 Stara Lilly, die als Belohnung Items und Begegnungen mit dem Pokémon garantieren. Diese Quests sind absolut super, denn die Stara Lilly daraus haben immer mindestens 10 IV in allen 3 Werten. Mit der 1 zu 25 Chance könnte also ein gutes Exemplar in eurer Pokébox landen. Die Community Day Spezialforschung Feldnotizen Stara Lilly für 1 Euro ermöglicht ebenfalls diverse Begegnungen mit dem Pokémon des Tages und seinen Entwicklungen und jede Menge Items. Diese Spezialforschung könnt ihr auch an eure Freunde verschicken. Und es gibt einen Gruppenbonus. Wenn an einem gezündeten Lokmodul genug Stara Lilly gefangen werden, erhöht sich der dreifache EP-Bonus für 30 Minuten auf einen vierfachen Bonus. Für jeden fabelhaften Wurf kann man dann also über 8000 EP erhalten. Absolut nifty. Das wird dann für die Dauer der 30 Minuten mit Konfetti auf der Map angezeigt. Wenn um 14 Uhr dann der eigentliche Community Day zu Ende geht, erscheinen Staravia in den neuen 4-Sterne-Raids. Diese Raids können nur mit Raid- oder Premium-Raid-Pässen, nicht aber mit Fernpässen bestritten werden. Denn nach erfolgreichem Abschluss eines dieser Raids erscheinen für 30 Minuten weitere Stara Lilly im 300 Meter Radius rund um diese Arena. Diese Stara Lilly haben dann die gleiche Shiny Chance wie während des eigentlichen Community Days. Wer also zur eigentlichen Eventzeit keine Zeit zum Fangen hat, kann sich hier eine kleine Verlängerung verdienen. Und damit haben wir es auch schon. Sicherlich gibt es aufregendere Pokémon als Stara Lilly, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Zumindest gibt es eine neue Shiny-Familie und für alle, die noch Erfahrungspunkte zum nächsten Level benötigen, ist dieses Event sicher eine kleine Schatztruhe. Und ich finde es super, dass Niantic mit den anschließenden Raids für eine Möglichkeit gesorgt hat, dass jeder zu seiner Uhrzeit eine Möglichkeit hat, doch noch am C-Day teilzunehmen. Ich hoffe, sie behalten das so bei. Ich wünsche allen viel Erfolg bei der Jagd und dass euch auch kein Shiny entgeht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Adios, Tragosso!